Nun ist der Hinweg geschafft. Jetzt geht's zurück. Und dann steht erstmal leckeres Frühstück auf dem Programm. Und da sehen wir uns denn jetzt gleich wieder. Laufen ist geschafft. Das waren jetzt so 22 Kilometer. Jetzt merke ich es auch recht gut. Jetzt heißt es erstmal wieder Elektrolyt auffüllen, also die Salze, weil man viel geschwitzt hat. Deswegen gibt es jetzt erstmal schön Elektrolyte und dann natürlich die Proteine. Und da sehen wir uns jetzt gleich wieder. Nach dem 22 Kilometer Lauf kommt jetzt sozusagen das After-Workout-Ritual. Da gibt es einmal hier, gibt es jetzt erstmal Elektrolyte. Ja, ist halt relativ wichtig, weil gerade bei 22 Kilometern hat man natürlich viel geschwitzt. Somit viel Salze, wichtige Salze verloren. Die füllt man sozusagen mit den Elektrolyten wieder voll. Deswegen natürlich Elektrolyte. Dann an nächster Stelle, was auch noch rein muss. Natürlich die Muskulatur ist belastet. Deswegen auch die Proteine. Ein schöner Eiweißshake. Und dann zeige ich euch als nächstes jetzt gleich mal das Frühstück. Beim Frühstück ist jetzt wichtig, dass wir den Glykogenspeicher wieder auffüllen. Das braucht man halt, weil jetzt ist sozusagen dieser Glykogenspeicher erschöpft, weil ihr die größte Energie jetzt aus den Kohlenhydraten bezogen habt. Deswegen muss der Glykogenspeicher jetzt wieder gefüllt werden. Da zeige ich euch einmal, was es hier gibt. Hier haben wir dann einmal einen Milchreis, der ist unter der selbstgemachten Erdbeersoße verborgen. Und dann gibt es natürlich für die Sehnen und Bänder sehr gut das Glas Kollagen. Nun geht es erstmal eine kleine Runde spazieren hier im Wald. Ja, leider ohne Tara. Und als nächstes steht dann der Snack auf dem Programm. Den zeige ich euch gleich nochmal. Nochmal zum Laufen, weil ich merke echt gut. 22 Kilometer in den Beinen sind relativ schwer, aber so ein bisschen Active Recovery kann man jetzt schon mal machen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder beim Snack. Nun ist die kleine Wanderung geschafft und jetzt gibt es erstmal einen wunderschönen Snack, den zeige ich euch jetzt einmal. Da haben wir einmal Bruschetta Toast und von gestern hatten wir noch so eine Pancakes, ne, hatte ich euch gezeigt. Diesmal sind die nicht mit Vanillefüllung, sondern mit Erdbeerfüllung. Nun geht es vor dem Mittag nochmal eine kleine Runde spazieren. In der Zeit wird das Mittag gerade warm gemacht im Ofen. Und dann zeige ich euch gleich mal das Mittag. Und dann sehen wir uns dort wieder. Nach dem kleinen Spaziergang steht nun erstmal Mittag auf dem Programm. Und da haben wir hier eine Hähnchenbowl. Nun steht erstmal die kleine Nachmittagsrunde auf dem Programm. Diesmal ist Tara auch wieder mit dabei. Da sehen wir sie einmal. Und zu Hause angekommen, da gibt es dann erstmal einen schönen Tassenkuchen. Den zeige ich euch dann nochmal. Also bis gleich. Nun bin ich nach der Runde wieder zu Hause angekommen. Und jetzt gibt es erstmal einen schönen Tassenkuchen. Ich sehe den. Ist leider ein bisschen eingefallen, aber ist nicht schlimm. Der ist übrigens von More Nutrition. Er ist ein super guter Snack, hat nur 177 Kalorien und davon 20 Gramm Proteine. Somit ist das einfach ein Top-Snack und eine gute Eiweißquelle. Wir sehen uns dann wieder beim Armbrot. Da sehen wir jetzt einmal das gute Armbrot. Da gibt es einmal selbstgemachte Cheeseburger und dazu ein Tomatenhummus.